Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rising World. Heute mit einem neuen Gast, denn Enox ist da. Hallo Enox. Hallo. Schön, dass du mal wieder da bist. Also mit dem Enox haben wir früher ganz viele Minecraft-Videos gemacht und ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass der gar nicht mehr so oft bei uns ist. Aber der ist ja jetzt auch sehr beschäftigt. Und der Klaus ist natürlich da. Hallo Klaus. Ja, hallo. Ja, wir befinden uns hier gerade auf unserer großen Baustelle. Wir haben gerade festgestellt, wir müssen hier noch einen Boden reinziehen, denn hier ist natürlich, hier fehlt, das ist ja die Decke von unten. Wir müssen hier noch einen Boden für hier oben hinbauen. Und was mir gerade so auffällt ist, da müssen wir auch alle Seitenwände um eins erhöhen, gell? Weil nämlich dann die Fenster, dadurch, dass wir jetzt noch einen Stein drauflegen, werden die Fenster ja niedriger wieder. Also quasi. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Also dann müssen wir das machen. Dann müssen wir hier, ah nee, warte mal, es ist nur ein Feld hoch. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich weiß das jetzt gar nicht. Ja, da werde ich hier gar nicht. Oben werde ich schon mal den Fußboden gerne reinlegen. Und unten muss ja auch der Fußboden noch neu gemacht werden. Wir hatten ja überlegt, dass wir hier das Weiße vielleicht lassen. Aber vielleicht, Klaus, machen wir hier am Rand so eine Umrandung, wie ich das hier gebaut habe, mit den Marmorsteinen. Boah, kann man auch machen. Mal gucken, was wir für Steine noch da haben. So. Ah, ich guck mal hier in die Kiste. Hier gibt es also von den weißen Steinen eine ganze Menge. Ich habe hier noch von diesen schwarzen Fliesen, habe ich noch welche. Ich glaube, das ist der Block 60. Davon habe ich auch welche einstecken. Guck mal, ob das der ist. Der Hauptboden. Der Hauptboden sein, was du gerade hast. Ich setz mal hier einen Stein hin von den 60ern. Ist das das gleiche? Das sieht ganz gut aus. Ja, da wird hier so eine Umrandung ringsrum. Ja. So, aber da die Bäume jetzt länger brauchen zum Wachsen, ich werde mal ein bisschen Holz besorgen gehen. Wenn wir das Dach anfangen wollen, brauchen wir dann jede Menge Holz. Ach so, ja, der Klaus wollte nämlich hier fällen, weil wir haben nämlich gelesen, dass das Wachsen der Bäume viel länger dauert. Linox, willst du beim Fällen helfen oder willst du beim Bodenbauen helfen? Oder oh, beim Boden. Dann müsstest du die Steine mit der Nummer 60 bauen. Das müsste unter Marmor sein. Das sind die hellen, ja. Ja, sind so bräunlich, so leicht bräunlich sind die. Müssen wir halt hier wieder den ganzen Boden rausklöppeln. Der Sound von den, es hat sich auf verschiedenes, wir sind das eben mal so, oft sind wir das schon mal durchgegangen. Es gibt viele Veränderungen im Spiel seit dem letzten Update. Es gibt unter anderem jetzt auch Wasser. Der Klaus hat mit dem Harle zusammen schon mal sich das Wasser angeguckt, aber das muss wohl sehr weit weg sein. Klaus, würdest du es noch finden, wenn wir jetzt nochmal rumfliegen? Ich könnte losfliegen und es schon mal suchen, dann kann ich euch die Richtung sagen, dann ist es vielleicht einfacher. Nee, fäll erstmal Bäume. Ich will erstmal das hier mit dem Boden so ein bisschen fertig kriegen. Machen wir. Wenn ich mal was in der nächsten Folge. Genau. Ah, der Nenox baut hinter mir schon, das ist super. So, hier unten erstmal den Boden. Da müssen wir halt auch mal gucken, dass wir das Ganze hier einrichten. Also es gibt ja schon ein paar Möbel und ich habe mir das so vorgestellt, dass wir hier in dem Eingangsbereich vielleicht noch ein paar Bilder aufhängen. Der Klaus hat ja erzählt, wir können eigene Bilder hochladen. Und können die hier ausstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier müssen wir, glaube ich, hier dürfen wir, glaube ich, keine von den anderen Steinen setzen. Klappt das da mit unserem Treppenaufgang nicht?
auch das Gefühl, dass das Abbauen von Steinen länger dauert. Man bekommt ja nichts zurück, wenn man die abbaut, oder? Nee, die gehen kaputt. Das meiste in diesem Spiel geht tatsächlich kaputt, wenn du es abbaust. Es gibt nur wenige Sachen, die man abbauen kann und die dann noch erhalten bleiben. Na, wenige kann man jetzt auch nicht sagen. Also es gibt einige Sachen, die einfach kaputt gehen, wenn man sie abbaut. Das ist zum Beispiel bei der Statue ganz blöd, weil die kann man nämlich nicht abbauen. Oder nee, warte mal, die Statue, ich habe sie noch nie gebaut. Genau, weil ich Angst hatte, dass man sie nicht abbauen kann. Hier muss ein weißer Stein. Und habe ich den noch einstecken? Hier ist noch einer. So, so, gut. So, dann hätten wir den Baum hier schon mal beendet. Hier vorne fehlen noch zwei Steine. Ich habe keine mehr. Achso. Ich habe noch ein paar. Ja, also es geht sehr schnell, dass man hier keine Steine mehr hat. So, hier haben wir ja diesen Bereich. Jetzt gehen wir mal hier drüben rein und gucken mal, wie es hier so aussieht. Hier ist der Boden ja auch schon so. Gut, jetzt würde ich gerne oben schon mal anfangen, dass wir den Boden legen. Natürlich auch eine Monsteraufgabe. Da werden wir noch ein bisschen was an Steinen bauen müssen. Dafür müssen natürlich erstmal die Fackeln verschwinden. Kommt gar nicht mehr dieses Bild, dass man es einsammelt. Fackeln kann man jetzt einfach so wegbauen. Ah, Fackeln kann man jetzt einfach wegbauen, indem man nur F drückt. Man muss gar nicht mehr halten. Man musste früher nämlich immer die Taste halten. Und das geht ja anscheinend jetzt ohne. Einfach einmal kurz F drücken und dann ist es weg. So. Wir machen mal hier, fange ich schon mal an, den Boden zu setzen. Was ist hier los? Andere Steine oder andere Beleuchtung? Wo denn? Jetzt sind mir die Steine ausgegangen. Es gab übrigens eine Anfrage. Jemand hatte gefragt, wie das Lied bei einer bestimmten Zeit in einem Video lief. Ich glaube, bei dem Höhlenvideo. Ich konnte jetzt nicht genau feststellen, welches Lied du genau gemeint hast, lieber Kommentarschreiber. Ich muss da nochmal reinhören. Ich habe es heute Morgen vergessen. Ich werde da gleich nochmal nachgucken. Weil ich habe hier auch, glaube ich, 40 oder 50 Lieder. Das ist halt alles von Kevin McLeod. War das jetzt schon, das sind aber nicht die Marmorfliesen, das sind die 37. Doch, hier Marmor. Das ist der hier? Ne, der. Genau. Weißt du schon, wie man... Nenox, weißt du schon, wie man eine ganze Reihe von Steinen baut? Ja. Okay. Dann... Schade, dass man sie so nicht wieder abbauen kann. Ja, also schade, dass man nicht flächig bauen kann, ja. Also, dass du jetzt sagen kannst, diese ganze Fläche mit den Steinen auffüllen. Also, dass man nur in eine Richtung eigentlich ziehen kann und nicht noch in eine zweite Dimension. Und was auch schade ist, dass dich die Stapel nicht nachlegen. Wenn jetzt ein Stapel aufgebraucht ist, dann musst du ja händisch eigentlich den nächsten Stapel nachlegen. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das irgendwie sich automatisch nachlegen würde.
So, machen wir hier schon mal den Marmorboden rein. Und dann wollte ich eigentlich gerne noch... Ich habe nämlich einen Zitronenbaum gesehen. Den wollte ich gerne noch einsammeln. Weil wir haben noch keine Zitronenbäume. Ich baue jetzt einfach mal durch die Fackeln durch. Es gibt ja jetzt auch so ein Klickgeräusch, wenn man so eine ganze Reihe von Steinen setzt. Das war vorher auch nicht. Man könnte eventuell auch, wenn man sich hier so ein bisschen in die Mitte stellt, müsste man eigentlich auch so bauen hier, so bauen können. Geht vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. So, wir nehmen mal hier das noch. Und wie, jetzt ist das rot geworden. Wieso ist das rot? Was? Ach, ich habe in einen anderen Stein reingebaut. Das ging jetzt nicht. Deswegen hat er mir das rot angezeigt. Leer. So ein Stapel ist voll schnell aufgebraucht. Baust du auf der anderen Seite? Ja. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Müssen wir nur noch die Wände hochziehen. Wir müssen uns was ausdenken. Ich freue mich ja doch schon drauf, wenn es irgendwann mal Technik hier gibt. Wie gesagt, so ein Minentransportsystem wäre cool. Ja, Kettensägen. Kettensägen wären auch cool, ja. Oder Presslufthammer oder sowas. Es ist ja hier in dem Spiel ist ja eine ganz wilde Zusammenstellung von Sachen. Es gibt ja hier Sachen, die sehr mittelalterlich aussehen. Zum Beispiel auch die Charaktere sehen sehr mittelalterlich aus. Aber dann gibt es zum Beispiel Metalldetektoren und so. Die allerdings nicht taugen. Oder ein Grill. Oder ein Grill, ja, so ein Smoker. Also ich habe mal versucht zu grillen und da bin ich offline gegangen. Da war es verkohlt. Ja, das wir haben schon daneben gestanden und es ist verkohlt. Das ist nicht so leicht. Nee. Das ist wie im wahren Leben. Ja, wir haben auch, glaube ich, gar nicht so essentechnisch haben wir gar nicht so viel auf Lager hier beim Spiel. Wir müssen, glaube ich, da auch nochmal nachlegen, gell? Aber unsere Nahrungsmittel sind sehr begrenzt. Huch, das ist der falsche Stein. Ich habe nicht genug Steine dabei. Ich glaube, hier würde ich gerne noch mit den Marmorsteinen auslegen und dann würde ich hier gerne ein Treppenhaus hinzimmern. So. Und, ach, da war ja diese Wand. Wir müssen ja eigentlich auch noch eine Wand bauen, stimmt. Die Hilfskonstruktion hier unten muss weg. Ja,
Weiß ich gar nicht, ob das hier Hilfskonstruktion war oder ob das schon... Ne, das ist schon der richtige Rahmen. Okay, dann muss ich hier oben erstmal... Das sind auf jeden Fall Hilfskonstruktionen, die bauen wir schon mal ab. Das kommt hier auch weg. Und dann machen wir gleich eine kleine Expedition. Wir holen uns schon mal die Zitronenbäumchen, die ich entdeckt habe. Warte mal, wenn ich hier von hier oben arbeite, das müsste sogar noch besser gehen. Wenn ich mich hier hinstelle, komme ich viel besser dran. So, jetzt haben wir hier zweimal Marmor und hier drüben ist das noch nicht fertig gebaut. Das muss aber auch noch dahin. So, also da. Und hier drüben auch. Da. Ja, also mir gefällt unser Treppenhaus hier super gut. Da müssten wir jetzt halt noch oben so ein Geländer hinbauen. Aber jetzt will ich erstmal, machen wir erstmal eine kleine Expedition. Ich hatte ja diese Zitronenbäumchen entdeckt und da werden wir jetzt mal kurz hinlaufen. Das ist nämlich nicht so weit weg. Und wir werden uns die mal besorgen. Ich habe allerdings keine Waffe dabei. Das heißt, wenn jetzt irgendwie wieder hier so ein Leopard oder irgendwas kommt, dann haben wir verloren. Die waren hier... schon verbreitet hier in unserem Gebiet. So, erstmal abernten und dann so, wir müssen uns hier oben hinstellen, weil wir wollten ja gerne das Plattwerk haben. Zwei Setzlinge habe ich gekriegt. Das müsste eigentlich auch alles gewesen sein. So, wo es einen Zitronenbaum gibt, da müsste es ja eigentlich auch noch ein paar mehr geben. Das ist Apfel. Das sieht auch sehr apfelig aus. Das könnten welche sein. Aber das ist auf jeden Fall einer. Hier drüben ist noch ein Zitronenbäumchen. Hier ist ein Kirschbaum. Den kannst du auch gleich mal erst abernten und dann fällen. Den tun wir dann bei uns wieder einsetzen. Du musst halt darauf achten, wo die... musst halt darauf achten, wo die Setzlinge hinfallen, weil es ziemlich schwierig zu sehen ist in dem Gras. Es sind noch mehr Zitronenbäume. So. Nehmen wir uns erstmal den Holzstamm mit. Gehen wir ja hier oben, um zu sehen, wo das Zeug hinfällt. Hat super geklappt. Ach Mist, ich sehe sie nicht. Das... Leopard. Dann lieber abhauen, weil da hast du fast keine Chance, wenn du keine Waffen hast. Ja, der steht neben dem Baum. Zitronenbaum. Habe ich eine Sense dabei? Böse Miezekatze. Mal gucken, ob ich die Setzlinge noch finde. Boah, sieht schlecht aus. Mist, die Setzlinge sind verschwunden. Und die sind so wertvoll. Das ist aber auch nicht jedes Mal Setzlinge raus.
Ach so. Hoffentlich fällt er jetzt in die richtige Richtung. Ah, natürlich nicht. Hm. So, hier habe ich jetzt zwei gesehen. Eins, zwei, Holz. Holz. Dann nehmen wir das noch mit. So, wo ist die nächste Zitrone? Das müsste auch noch eine Zitrone sein hier. Halt, erstmal abernten. Nicht doch, jetzt fällt er hier genau in diese. Ich dachte schon, er fällt in die Schlucht. Ärgerlich. Oh, hier geht's voll tief runter. Hier ist voll das Loch. Ist voll gefährlich. Viele Löcher. Ist voll gefährlich hier rumzulaufen. Es sollen Höhlen sein, oder? Ja. Manche Löcher hier, die gehen einfach nur nach unten. Ja, ja. Und zwar sautief. So, was haben wir denn da? Noch mehr Zitrönchen. Zwei Stück holen wir uns noch. Und dann werden wir die bei uns einpflanzen. So. Erstmal abernten. Was hier bei dem Spiel auch so ein bisschen fehlt, oder was bestimmt noch kommen wird, ist, dass man irgendwie, naja, so alte Gebäude findet, so ein bisschen ruinenmäßig wie bei Minecraft. Das, was man erkunden kann, wo man Sachen finden kann. Weil momentan läuft man ja hier nur durch die Welt und es ist ja eigentlich nichts anderes da. So ein bisschen schade eigentlich. Aber das kommt bestimmt noch. Das Spiel ist ja noch eine Entwicklung. Was haben wir hier? Ah, ich muss mein Tablet gleich mal auf stumm stellen. Weil das jetzt jedes Mal sich meldet, wenn ich eine E-Mail bekomme. Und ich bekomme ungefähr 800 E-Mails am Tag. Nein, der Baum fällt auf mich. Oh, voll auf den Kopf gekriegt das Ding. Sense. Also einen Setzling habe ich schon mal gefunden. So. Ich glaube, es bleibt doch bei dem einen. Ne, da sind welche. Und der Klaus hat erzählt, es gibt neue Tiere. Hab sowas gelesen. Mal ein bisschen nachtanken. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo unsere Base ist. Da muss ich mal gucken. Wir müssten also in diese Richtung laufen. Da stromert auch irgendjemand rum, so wie es aussieht. Ach nee, das war ein Busch. Der kleine rote Pfeil da ist, wo das Bett ist, oder? Ja. Unsere Basis ist auch relativ leicht zu erkennen, weil es ist nämlich die Stelle, wo die meisten Bäume stehen. Jetzt sehe ich auch das Haus. Was schon sehr imposant groß geworden ist. Hier, schöner Sonnenuntergang. Unsere Hausgiraffe steht neben dem Haus. Und genau hinterm Haus wächst auch eine Zitrone, das gibt's doch gar nicht. Die stand da vorher nicht. So, dann müssten wir mal Zitronen pflanzen. Klaus, hast du eine bestimmte Stelle, wo du gerne die Zitrone hinhaben willst? Nein. 9 Stück habe ich.
Ja, vielleicht könnte man. Ach nee, wenn wir Kirschen haben, wäre es natürlich sinnvoll, die bei den Äpfeln hinzustellen. Ja. Ah, vielleicht ich... neben unserem Feld. So als Einrahmung ringsrum. Mhm. Kann man ja später noch ein paar mehr setzen. So, eine hätte ich noch. Eine Zitrone hätte ich noch. Die könnte man dann ja... hier noch hinpflanzen. So. Das wäre erledigt. Dann könnte man jetzt hier... So, das hätten wir erledigt. Zitronen haben wir schon mal da. Der Klaus ist ja schwer am Holzen, wie ich hier sehe. Der Wald verschwindet nämlich. Ich hätte auch noch eine Weide einstecken, die könnte man auch gleich noch pflanzen. Das ist eine Weide? Nee, das ist doch Gras. Doch, das ist eine Weide. Das Setzling sieht komisch aus. Gut, die setzen wir mal hier hin. Der Nenox ist übrigens unser Ofenbeauftragter, weil er nämlich als letztes auf den Server gekommen ist. Die Öfen kannst nur du befüllen, nicht wir. Weil du als letzter auf den Server gekommen bist. Es ist immer nur der Spieler, der als letztes draufkommt. Wieso das? Ja, das ist irgendwie so ein Fehler im Spiel. So, jetzt geht's hier hoch. So, dann sind wir hier oben schon mal. Das haben wir schon mal ausgebaut. Heute haben wir schön am Haus hier gebaut. Jetzt müsste man nur noch gucken, dass wir hier die ganzen Fenster schon mal setzen und die Wände schon mal ziehen. Und dann würde ich sagen, daran bauen wir in der nächsten Folge weiter. Denn die heutige Folge schon wieder rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt heute nicht so actionlastig. Aber ich finde, wir haben heute ziemlich viel geschafft. Hier fehlt noch ein paar Steine. Müssen wir uns noch mal welche bauen. Ich habe keine mehr einstecken. Ah, das sind alles andere Steine, die ich dabei habe. Ja. Gut. Dann machen wir in der nächsten Folge machen wir dann noch mal hier eine kleine Baurunde. Dann werden wir hier mal gucken, dass wir hier schon mal die Wände hochziehen und die inneren Wände hochziehen und so. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier mit unserem Haus kommen. Es gibt ja auch eine Zugbrücke, die würde ich auch gerne mal bauen. Die habe ich auch noch nie gebaut. Geht das? Ja. Aha. Müssen wir mal gucken, wo wir die hinbauen. Außerdem würde ich ja gerne viel mehr Gebäude bauen. Aber das gucken wir mal in der nächsten Folge. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt doch bitte in der nächsten Folge wieder rein und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch einen Kommentar da lassen. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.